Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke. Ich bin Rechtsanwältin und Inhaberin der Mutschke Rechtsanwaltsgesellschaft. In unserem heutigen Rechtstipp geht es um die Frage, was alles zu beachten ist, damit eure Webseite rechtssicher ist. Das heißt, ihr keine Abmahnungen riskiert. Natürlich gibt es nicht nur für das Betreiben von Online-Shops einige rechtliche Anforderungen, nein, auch für ganz normale Websites. Wir haben euch hier mal die Top 4 der Aspekte zusammengestellt, die ihr besonders beachten solltet. An erster Stelle steht natürlich das Impressum. Wenn ihr sogenannte geschäftsmäßige Betreiber einer Webseite seid, dann müsst ihr ein Impressum auf der Webseite haben. Die Hürde, als Dienstanbieter angesehen zu werden, die ist so niedrig, dass wir im Zweifel immer empfehlen, ein Impressum auf der Webseite zu haben. Das Impressum muss dabei immer leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und drittens ständig verfügbar sein. Im Impressum sind vollständige und richtige Angaben natürlich Pflicht. Was auf jeden Fall zu finden sein muss, ist der Name des Betreibers, seine Anschrift und E-Mail-Adresse. Wenn ihr als Betreiber der Seite einer Kammer angehört, wie zum Beispiel wir als Rechtsanwälte, oder ins Handelsregister eingetragen seid, weil ihr zum Beispiel als GmbH agiert, sind auch Angaben hierüber obligatorisch, also Pflicht. Je nach Branche können natürlich auch noch weitere Angaben dann notwendig sein. Der zweite Aspekt aber, den ihr beachten solltet, ist das Namens- und Markenrecht. Namens- und Markenrechte solltet ihr schon bei der Auswahl der Domain beachten. Also eigentlich bevor es überhaupt eine wirkliche Webseite gibt. Auch wenn die gewünschte Domain noch frei ist, kann es sein, damit Namens- und Markenrechte zu verletzen, also wenn ihr die dann nutzt. Ist nämlich ein Name oder eine Marke geschützt, dürfen diese nicht von Dritten verwendet werden. Sonst drohen Abmahnungen und Schadensersatz. Das ist ein gutes Stichwort, Abmahnung und Schadensersatz. Das droht nämlich auch bei dem nächsten Aspekt, dem dritten Aspekt unserer Top 4, nämlich bei Verstößen gegen das Urheberrecht. Natürlich ist es leicht, im Internet Bilder und Texte zu kopieren, aber in der Regel ist das gar keine gute Idee. Ohne ausdrückliche Erlaubnis dürft ihr Bilder und Texte von anderen, nämlich nicht auf der eigenen Webseite, verwenden. Ausnahme können Zitate sein. Wenn ihr aber Bilder für eure Webseite benötigt, dann solltet ihr die am besten selbst machen. Das ist in der Regel am sichersten und vor allem am günstigsten. Alternativ könnt ihr natürlich auch bei Bilddatenbanken euch umsehen. Wenn ihr Bilder von Datenbanken benutzt, müsst ihr allerdings besonders darauf achten, dass ihr auch die richtige Lizenz erwerbt. Zum Beispiel eben für die Nutzung auf eurer Internetseite. Der vierte und damit auch letzte Aspekt, den wir euch ans Herz legen wollen, ist der Datenschutz. Ja, ich weiß, große Freude überall, der Datenschutz ist allgemein wenig beliebt, aber ich kann euch den ans Herz legen. Ich denke, mit dem Datenschutz werden wir zukünftig in vielen, vielen Bereichen immer mehr zu tun haben. So eben jetzt auch schon im Bereich der Websites. Mit Inkrafttreten der DSGVO, also der sogenannten Datenschutzgrundverordnung, sind auch für Websites erhöhte Anforderungen an den Datenschutz zu beachten. Dazu gehört insbesondere eine vollständige und korrekte Datenschutzerklärung. Da wir immer wieder Website-Checks machen, kann ich schon sagen, dass eine Datenschutzerklärung in der Regel ganz schön in sich haben kann.
Wichtiger Tipp dabei, benutzt auf keinen Fall pauschal irgendwelche Muster. Die Datenschutzerklärung muss schon zu eurer Webseite passen. Also zum Beispiel nicht irgendwelche Angaben zu Tracking-Tools in die Erklärung packen, sondern nur zu den Tools, die ihr dann tatsächlich auch mit eurer Seite benutzt. Ganz wichtig. Das war's erstmal von uns zu den Top 4 für eine rechtssichere Webseite. Natürlich gibt es noch ein paar andere Aspekte zu beachten, aber das sind schon mal die wichtigsten für euch. Wenn ihr zum Beispiel einen Online-Shop betreibt, dann gelten noch ganz andere Voraussetzungen. Dafür haben wir aber eine eigene Rechtstipp-Videodatei. Guckt euch die auch gerne an, würde mich freuen. Aber so viel erstmal jetzt von meiner Seite. Wenn ihr Anregungen, Wünsche, Fragen zu Rechtstipps habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an info@kanzlei-mutschke.de. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns beim nächsten Rechtstipp.